So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Harry Potter und der Stein der Weißen auf dem PC. Nachdem wir die Lumos-Prüfung in der letzten Folge abgeschlossen haben, bei Professor Quirrell sollen wir zurück zum Zaubertrankunterricht. Und Ron ist in der Eingangshalle, wurde uns gesagt. Leider habe ich das Gefühl, wir haben einige Sammelkarten verpasst. Das ist nicht das größte Problem, aber es wäre natürlich cool, wenn wir viele davon bekämen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir schon was in den Leveln verpasst haben. Wir haben jetzt Zaubertrankunterricht und wir sind schon sehr spät dran. Ist Zaubertrankunterricht nicht sogar bei Professor Snape? Ich glaube nämlich ja. Und Professor Snape haben wir zwar einmal gesehen, aber wir haben noch nicht direkt mit ihm Kontakt gehabt. Und irgendwie kann ich mit denen nichts machen. Wow. Und hier kommt direkt mal bedrohliche Höhlenmusik. Die war auch schon auf dem Weg nach Hagrids Feuersamen gespielt bekommen haben. Und hier scheint es gar nicht viele Geheimnisse zu geben. Oh. Ich gebe Unterricht in Zaubertränken. Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine Berühmtheit wie dich. 5 Strafpunkte für Gryffindor. Das ist ein Witz. Potter, geh in die Kerker und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaumrinde, Blumenlauch, Diptam und Flubberwurmschleim. Beeil dich, sonst gebe ich Gryffindor Strafpunkte. Geh jetzt das ist ja jetzt ein Witz. Zurück. Jetzt haben wir uns so hart die Punkte erarbeitet. Und der zieht sie uns wieder ab. Aber hier kann man sicher einige Sachen entdecken, oder? Das muss Diptam sein. Cool. Nein. Oh. Bin ich? Ob Snape mich wohl ausgetrickst hat? Der will uns echt die Strafpunkte drücken, als gäbe es keinen Morgen. Ich fass es nicht. Dieses Level sieht auch ziemlich sonderbar aus. Flipendo! Flipendo! Okay. Mal gucken, können wir hier rüberspringen? Ja. Ich glaube, das hat gar nichts gebracht. Oder ist hier was? Nee. Flipendo. Flipendo. Wahrscheinlich müssen wir einen so. Aber dann kommen wir da noch nicht hoch. Okay, die Rätsel werden auch langsam anspruchsvoller. Wir müssten erstmal den Kleinen da rausbekommen. Aber wie machen wir das? Oh, hier sind wir echt irgendwo in den untersten Katakomben angekommen. Okay. Ja, vielleicht muss man einen von denen opfern oder so. Flipendo! Flipendo! Okay. Ah, man muss wahrscheinlich beide da hinschießen, damit man den dann rauskriegt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Gitter runterfährt. Naja, wir werden sehen. Doch. Das ist cool. Okay, diese Art von Rätseln mag ich. Aber bei Snape sollte man immer vorsichtig sein. Der kann uns nur einen reinwürgen wollen. Das ist wirklich dieser Lehrer, vor dem du extrem Angst haben solltest. Oder niemals zumindest ihn unterschätzen.
Okay. Nintendo. Oh, damit bewegt sich hier alles. So, hier rechts gibt's Böhnchen. Oh, das war eng. Ist hier noch etwas? Oh. Vielleicht gibt's hier mal eine Sammelkarte. Boom. Selbst wenn wir nicht alle 25 erreichen, so 20 hätte ich schon gerne, wenn wir am Ende fertig sind mit dem Let's Play. Einfach so, weil ich als Kind, glaube ich, auch nicht immer alle gesammelt habe oder nicht alle gefunden habe. Und es wäre ganz schön, wenn man da wieder so ein bisschen Progress macht. Sonst hätte man sich auch null entwickelt. Okay. Boah, und hier kommen wir jetzt auch direkt richtig raus. Okay. Was soll man hier machen? Oh, man muss noch weiter nach oben. Boah, das war das. Vorsicht, Vorsicht, Freunde. Boah, der geht aber schnell nach hinten. Oh, Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Ah, ich glaube, das ist okay. Ich guck mal kurz, ob wir die Sammelkarte bekommen haben. Lieber double checken, bevor wir sie jetzt hier unnötigerweise verlieren. Ja, das ist halt mit dem Runterfallen immer so die Sache, gell, in dem Spiel. Ja, aber tatsächlich, die speichert mich. Guck mal, wie fies. So. Also. Machen wir das nochmal. So viel haben wir ja nicht verpasst. Okay, und jetzt hier ein bisschen vorsichtig rangehen. Wobei, brauchen wir die Bohnen da eigentlich? Weil hier kommt man ja eh nicht nach oben. Oh, fast schon wieder hier. Der Übermut, der tut selten gut. Auch in Harry Potter. Ist oh. Gott, ich habe schon gedacht, es wäre wieder soweit. Das ist echt nicht ohne hier. So, man sollte jetzt aber echt erstmal sich um das Ding kümmern. Und da wäre das Speicherbuch auch gewesen. Naja. Und nochmal ein Risk-Jump auf Krampf. So. Dann schauen wir mal. Ah, und hier muss man schnell sein. Das geht kaputt. Ja, tatsächlich. Und auch hier wieder schnell sein. Oder zumindest nicht zu früh aufspringen. Ah ja, hier gibt es jetzt mehrmals dieses Spiel hier. Und ein weiteres Speicherbuch. So gefällt mir das doch. Und hier geht auch wieder alles in die Nichte. Mann, der Snape, der hat uns aber hier auch in die letzten Katakomben geschickt. Ich glaube, da kommt man als unerfahrener Zauberer gar nicht lebend raus. Das ist schon hart eigentlich. Oh nein, es ist der blutige Baron. Oh, und jetzt? Was ist mit dem? Was will denn der? Oh, ach, der gibt Damage, der Sack. Ey, geh weg. Wir haben ganz schön viele Hausgeister hier mit reingenommen in das Spiel. Das finde ich voll cool. Oh. Bitte nicht. Bitte lasst mich in Ruhe. Oh nein.
Mist. Ach, das ist ein Much. Na gut, wir können aber manche Bohnen noch aufsammeln. Warum auch immer. Nein? Ah, okay, wenn man den schnell genug ausschaltet, kommt er da nicht dran. Ich bin mir aber sicher, dass dieser Drache auch noch was zu verbergen hat. Vielleicht sogar mehr als Bohnen? Okay, absolut gar nicht. Cool. Macht der nix? Also hier geht's weiter. Ja, die Tür. Oder? Okay, das macht die Tür auf. Aber hier rechts haben wir doch auch noch eine. Aha. Ah, ist der Schadenersatz für die ganzen Bohnen, die mir geklaut wurden. Aber das öffnet trotzdem die Tür nicht. Ah, aber der Drache scheint... Gut, vielleicht können wir das hier lösen. Hier eine weitere Zutat. Scheint Energiebaumrinde zu sein. Geil. Boah, sehr cooler Sound. Mal schnell sein. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oder soll man sich da selbst draufstellen? Ah, gut, man macht so wahrscheinlich. Dann geht das auf. Aha. Wingardium Leviosa. Dann den hier drauf. Und den wieder hier drauf. Also, wenn man genug Range hat. Okay, wir gehen trotzdem nochmal zurück. Vielleicht ist das hier so ein Ding, wo dann die Tür später erst aufgeht. Aber nee. Wie soll man die denn sonst aufkriegen? Ist auch wieder so ein mysteriöses Level. Oder ist das... Kommen wir von da? Das kann natürlich... Ah, ich glaube, wir kommen von da. Deswegen ist sie dicht. diese Gnome immer. Ja, ich glaube, das ist der Trick. Aber hier muss man auch immer mal gucken, ob nicht mal so eine Wand irgendwie doch ein Geheimgang ist. Sieht aber nicht so aus. Alright, es geht weiter. Oh, und ich sehe schon Parcours. Oh, mit so verdeckten Sachen. Oh, das ist gefährlich. Oh, oh Gott. Oh. Der war riskant und jetzt schnell zum Speicherbuch. Was kannst du uns zeigen? Oh. Zum nächsten Stern also. Stimmt, wir haben auch schon ein paar Minuten keinen Stern mehr gesehen. Da ist auch noch irgendwas vergittert. Okay. Eine weitere Zutat. Es war also ganz gut, dass wir hier hin sind. So, ich warte erstmal, ob das Ding... Ja, es ist nämlich auch nicht stabil. Mal gucken. So, und das nächste Speicherbuch. Wahrscheinlich ein weiterer Wasserspeier, der uns hier wieder hochführt. Alright. Und damit können wir auch
diese Zutat einsammeln. Und ist das nicht sogar die wir gesehen haben, nachdem wir abgestürzt sind? Kann sein, oder? Hier nochmal um die Ecke gucken, da versteckt sich auch immer gern etwas, aber nein. Okay. Gut, dass man in der Luft sich auch noch so ein bisschen bewegen kann, sonst wäre der ein oder andere Sprung vielleicht auch schon tödlich ausgegangen. Und ein weiteres Speicherbuch. Heißt das, es geht noch weiter? Okay, tatsächlich, das ist echt ein großes Level. Oh, wo kommt denn der her? Kann man was gegen den machen, ne? Ah. Ich habe auch nicht mehr so viel Life. Ja. Oh nein, das ist wenigstens ein Frosch, aber der Frosch hat ja mal gar nichts an Leben gegeben. Nicht gegönnt. Oh nein. Okay, nein. Lass den Geist da drüben. War da schon wieder einer? Okay. Keine Ahnung, ob wir jetzt da weiter sollen oder hier. Hier nochmal gucken, dass wir nichts übersehen. Siehst du, da ist noch eine Truhe. Ah. Aha. Bitte lass es eine Sammelkarte sein. Sind nur doofe Bohnen. Warum kommt denn der blöde Geist hier eigentlich auch vorbei und ich nicht? Na gut, er fliegt wenigstens seine Kreise. Dann lässt er uns schon mal ein bisschen in Ruhe. Ich hoffe, der folgt uns nicht nochmal. Weil wenn er uns nochmal trifft, dann könnte das schlecht für uns ausgehen. Boah. Die Dinger mag ich auch nicht. Die sehen immer so als... Sieht immer so aus, als wäre nichts unter einem. Oder wäre man wirklich so auf der letzten Zentimeterkante. Das kann natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein. So. Okay. Risiko. Ich glaube aber, da war noch eine Truhe, die wir hätten hitten können. Oh nein. Warum kann nur der das aufmachen? Ich sehe schon die nächste Pflanze. Ich würde noch mal kurz warten, bis der hier... Jetzt und hinterher. Aha. Guckt euch an. Somit haben wir eine weitere Sammelkarte. Einfach mal dem Geist folgen. Das heißt, er greift uns gar nicht aktiv an, sondern fliegt eher im Kreis die ganze Zeit. Und hier war doch... Genau, hier war nämlich auch noch eine Truhe. Ja, ja. Boah, da gibt es auch nochmal dick Bohnen. Und jetzt natürlich aufpassen, dass wir uns nicht von ihm berühren lassen. Aber der macht hier schon Kehrtwende. Und ich muss ja auch wieder mit ihm raus. Durchs Gitter. Oh, schnell durch. Und hier links lang. Okay. Wollen wir hier runter? Müssen wir hier runter? Ja, sieht so aus. Genau, jetzt sind wir in der Mitte. Hier waren wir ja gerade in dem Außenbereich und haben da die Räume erkundet. Und wir sind jetzt bei der letzten. Oder hier sind wir eingestürzt, kann das sein? War das die? Ja. Das muss Dipcham sein. Mal kurz gucken. Und dieser Sound ist immer sehr schön. Ja, und wir sind wieder zurück. Snape, was sagst du jetzt? Mal wieder zu spät, fauler Bengel. Ah, das ist jetzt ein Witz. Ich werde dir drei Strafpunkte geben. Vielleicht ist dir das ja eine Lehre. Wie ich sehe, hast du ein paar Sterne gesammelt. Doch leider haben sie in meinem Klassenraum keinen Wert. Ich habe die Stunde ohne dich abgeschlossen, Potter. Die anderen Schüler sind schon auf dem Weg zur Halloween-Feier. Auf ihnen nach, wenn du meinst, du musst. Das ist ja mal ein absoluter Betrug hier. Harry, ein großer...
großer Troll treibt hier sein Unwesen. Er hat Hermine in die Mädchentoilette gedrängt. Sie braucht unsere Hilfe. Wir müssen sofort versuchen, sie zu retten. Oh, an die Szene kann ich mich natürlich auch noch erinnern aus dem Film. Als der Troll da das Mädchenklo einreißt und Hermine sich hilflos in der letzten Kabine versteckt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das gelöst wurde. Aber der erste Film hat schon viele ikonische Szenen, muss man ja sagen. Sehr, sehr viele. Harry, wonach riecht es hier? Oh. Der sieht sogar aus wie im Film. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Leben. Oh, das ist sogar so ein Dings-Level. Oh, oh, das ist mies. Oh, wenn es hier jetzt Karten oder so... Ah, nee, in so einem Level darf es keine Karten geben, oder? Oh, das war eng. Knappes Ding. Oh, das ist ein mieses Level. Wenn man wirklich hier auch Sammelkarten verpassen könnte oder so. Das erinnert mich ein bisschen an Lego Star Wars. Gut, das kam ja danach. Aber ich habe halt das Lego-Spiel vor dem hier gespielt, glaube ich. An das Mustafa-Battle vom Original Lego Star Wars-Spiel. Da musste man auch mal so eine Passage. Und vor allem sind dann diese Dinger gewesen und Lava und alles. Ja, ja. Oh, das ist aber ein cooles Level. Auch wenn es nicht ganz dem Film oder der Vorlage entspricht. Wir haben die ja versucht, den irgendwie abzulenken, glaube ich, im Film. Ah, jetzt bin ich zu früh gesprungen. Aber nicht schlimm, dann können wir es nochmal spielen. Harry, wonach riecht es hier? Nichts wie weg. Boah. Aber ich glaube, das kriegt man ganz gut hin. Man muss echt den Boden folgen und nicht zu früh abspringen. Boah. Boah, ich... Fuck. Alter. Stell ich mal vor, man hätte das ein bisschen zu realistisch illustriert. Dann wäre das, glaube ich, auch kein Kinderspiel mehr. Wonach riecht es hier? Hat Harry Potter eigentlich schon mal in diesem Spiel gesprochen? Bin mir nicht ganz sicher. Er ist bisher ziemlich still gewesen, oder? So, hier muss man echt ein bisschen sich jetzt konzentrieren. Hier bin ich aber irgendwie einfach nur dumm hängen geblieben. Ah, dafür kriegen wir jetzt aber auch einige Bohnen, wenn wir hier das gut machen. Das war... Ich sag nix. Speicherbuch, ganz wichtig. Moment mal, war Hermine nicht im Klo? Oh. Man auch erstmal timen. Okay, den habe ich jetzt mal in Kauf genommen. Sag, wie lange brauchst du, Ron? Ah! Ey! Ein bisschen Timing.
Jetzt komm, hau ihm auf den Kopf. Ups. Will ich sagen, aber Ron kann auch einen vertragen. Ich bin beim nächsten Hit down. Das ist keine Entschuldigung sein, aber ein Realitätscheck. Junge, was wirft der denn alle? So viele Toiletten sind ja noch gar nicht. Ron, mach hin! Flipendo, Camille, bist du okay? Danke, dass du mich gerettet hast. Hast du ihn kalt gemacht? Ich glaube, er ist erledigt. Los, wir verschwinden von hier. Das Klo muss renoviert werden. Gingen Harry, Ron und Hermine zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück und diskutierten über die seltsamen Vorkommnisse in Hogwarts. Harry vermutete, dass jemand den Troll reingelassen habe, um alle in der Schule abzulenken und somit unbemerkt in den verbotenen Korridor zu gelangen. Sie hatten jedoch nicht mehr besonders viel Zeit, darüber nachzudenken. Besonders Harry war sehr beschäftigt, da er sich auf sein Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw vorbereiten musste. So, Freunde, und hier machen wir eine kleine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dank den Strafpunkten von Prof. Snape sind wir jetzt wieder ziemlich weit hinter Slytherin. Hoffen wir mal, dass uns das Quidditch-Turnier noch rettet. Und auch bei den Sammelkarten sieht es nicht so gut aus. Ich hoffe, die finden wir noch alle. Zumindest noch 3-4 Stück, dass wir über 20 sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liked und kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Bis dahin. Ciao, ciao.